Stuhl ist voller Milch. Jaho, ich bin Tina und das ist mein Kanal Mini Kaffeeko. Und Leute, wir haben jetzt offiziell Oktober und das heißt leider nur eins: Der Sommer ist vorbei. Ich persönlich bin kein großer Fan vom Herbst, denn die Tage werden kürzer, das Wetter wird kälter und insgesamt ist es draußen nur noch grau und ekelhaft. Aber das ist auch auf jeden Fall der Freibrief, dass man sich in eine Kuscheldecke einwickelt, zu Hause bleibt und einen fetten Serienmarathon veranstaltet. Ich persönlich gucke mir sehr gerne gerade Club der Roten Bänder an oder Gilmore Girls und Pretty Little Liars, weil ich das noch zu Ende schauen muss. Aber ich bin immer noch auf Seriensuche und da kommt ihr ins Spiel. Ich möchte, dass ihr mir mal in die Kommentare schreibt, welche Serie ihr gerade im Moment schaut oder welche Serie ihr gerade feiert. Und ja, vielleicht ist irgendwas dabei, was ich noch gar nicht kenne und unbedingt mal anschauen müsste. Und deswegen schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, welche Serie ihr gerne schaut. Und natürlich darf zu einem guten Serienmarathon natürlich der passende Snack nicht fehlen. Und ich finde, zum Herbst bzw. zur kalten Jahreszeit passt immer ein guter Kuchen. Aber welcher Mensch möchte gerne 30 Minuten damit verbringen, einen Kuchen zu backen, wenn man in dieser Zwischenzeit eine ganze Folge Dr. Who schauen kann? Und deshalb dachte ich mir, zeige ich euch, wie ein Tassenkuchen funktioniert. Und ich glaube, das ist eigentlich ein sehr alter Hut, denn Herr Tutorial hat das locker schon 2012 mal gemacht. Und ich habe es mal zu Hause ausprobiert, aber da muss ein rohes Ei rein. Und naja, sagen wir so, es hat nicht wirklich funktioniert. Und im Nachhinein wollte ich es auch gar nicht probieren, weil ich nicht wusste, ob das Ei nun jetzt durch ist oder nicht. Und ich wollte nicht sterben. Und deshalb dachte ich mir, zeige ich euch heute mein Rezept, wo man einfach einen Tassenkuchen macht ohne Ei, denn dann hat man auf jeden Fall nicht mehr die Gefahr zu sterben. Und der Tassenkuchen ist schnell gemacht und deshalb würde es auch jeder Hashtag Noob hinbekommen und dafür braucht ihr folgende Zutaten. 3 Esslöffel Mehl, 2 Esslöffel Zucker, 1 Esslöffel Kakaopulver, 1 Teelöffel Backpulver, 1 Prise Salz, 3 Esslöffel Milch, 3 Esslöffel Pflanzenöl und, wenn ihr wollt, etwas Eis. Und natürlich braucht ihr auch eine Tasse und den magischen Messstab. 1 Esslöffel. Und das Beste ist, falls irgendein komischer Mensch Mehl und Zucker und das ganze Zeug in seinem Zimmer liegen hat, so wie ich gerade, dann könnt ihr sogar den Kuchen ganz einfach in eurem Zimmer machen. Leute, wenn ich das hier ohne Unfälle schaffe, dann bin ich super Master auf Tastenkuchen. Denn ich versuche gerade auf einem Bürostuhl, der sich hin und her bewegt, einen Tastenkuchen zu machen. Also ohne festen Untergrund. Und wir fangen erstmal mit dem Mehl an. Eins. So, Mehl habe ich schon mal verkippt. Dann kommt der Zucker. Jetzt kommt der Kakaopulver dran, aber ich habe hier nur ungesüßten Kakaopulver und definitiv keinen Esslöffel mehr. Von daher dachte ich, nehme ich noch Schokolade als Ersatz und packe den da einfach rein und hoffe, dass es funktioniert. Jetzt kommt noch ein Teelöffel Backpulver dazu, also keinen ganzen Esslöffel reinpacken. Und eine kleine Prise Salz. Wow, ich habe alles getroffen, nur nicht den Becher. Und jetzt mixt ihr erstmal das Ganze gut durch. Die Schokolade am... Und jetzt kommen noch die flüssigen Zutaten dazu, also Milch und Öl. Eins. Oh, ich habe Milch über meine Beine gekippt. Verdammt, ich habe Milch auf meine Beine gekippt. Mein Stuhl ist voller Milch. Leute, macht das lieber in der Küche. Ich glaube, das ist eine viel klügere Idee, als es so wie ich im Zimmer zu machen. Das Ganze müsste jetzt ungefähr so aussehen. Und das müsst ihr jetzt richtig gut durchmischen, bis da so eine cremige Matschepampe entsteht. Das Ganze müsste dann ungefähr so aussehen, so eine relativ cremige, dickflüssige Puddingmasse. Und ein ganz kleiner Tipp am Rande für alle Noobs, die so wie ich einfach kein Kakaopulver mehr im Haus haben und im Nachhinein halt Schokolade als Ersatz genommen haben. Packt die Schokolade rein, nachdem ihr alles gut durchgemischt habt, denn die Schokolade ist gerade mega im Weg gewesen zum Durchrühren. Aber ich habe es irgendwie hinbekommen und jetzt kommt das Ganze bei einer 600 bis 700 Watt Mikrowelle 2 Minuten in die Mikrowelle und dann ist der Kuchen schon fertig. Und während ich das hier in die Mikrowelle mal reinschmeiße, werde ich mal den ganzen Boden hier sauber machen. Und mich selber auch, denn ich bin voller Mehl und Milch. Leute, der Kuchen ist aus der Mikrowelle raus und lasst euch nicht vom Aussehen täuschen, denn er sieht irgendwie unfertig aus, ist aber auf jeden Fall fertig und so sieht das Ganze aus, wenn man ihn auf dem Löffel hat. Und das ist eher so eine kuchige, klebrige Brownie-Textur, würde ich sagen. Und wenn ihr vom Team Eis geht immer seid, dann könnt ihr da oben noch Eis drauf packen und dann schmeckt das richtig, richtig gut und ich glaube, das werde ich jetzt machen. Ich habe jetzt oben drauf noch Walnuss-Vanille-Eis drauf und Leute, mit Eis in Kombination schmeckt das super, super gut und ihr habt innerhalb von 2 oder 3 Minuten einen super Kuchen in einer Tasse. Und den müsst ihr auch noch nicht mal teilen, weil das eure Tasse ist und euer Kuchen. Wenn man keinen Kuchen teilen muss, dann schmeckt er natürlich noch besser, weil man ihn für sich hat. Danke fürs Zuschauen. Das war's nämlich mit dem Video. Und wenn es dir gefallen hat, kannst du einen Daumen nach oben geben. Und wenn du neu bist, hier unten auf Abonnieren klicken, damit du nichts mehr verpasst. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare, was für eine Serie ihr gerne schaut. Und wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Video wieder. Bye, bye. Woo!